Greetings to you, my brethren, in the name of our Lord Jesus Christ. Liebe Brüder und Schwestern, seid gegrüßt im Namen Jesu. I'm so excited and I also thank the Lord for what he's been doing in your lives. Ich freue mich über das, was er in eurem Leben tut. Thank you for sending me your testimonies by email. Danke für eure Zeugnisse. I'm confident that the Lord is able to do even greater and more abundantly above all that you can ask or imagine. Ich weiß, dass der Herr noch viel Größeres für euch tun wird. Over the past few weeks, we've been looking at a very unique teaching. In den letzten Wochen haben wir auf eine sehr einzigartige Lehre geachtet. The Lord is giving us deliverance secrets from the prayer that he taught his disciples. Der Herr hat uns Geheimnisse aus seinem Gebet offenbart. So these deliverance secrets from the Lord's prayer, the Lord is opening our eyes to see them. Und diese Geheimnisse zur Befreiung in seinem Gebet, dazu hat uns die Augen geöffnet. And many of you who have been applying these secrets to your prayer lives, you've been sending in your testimonies. Und viele von euch haben jetzt diese Geheimnisse angewendet in eurem Gebetsleben und mir die Zeugnisse geschickt. Is any among you afflicted, let him pray. Wenn jemand von euch leidet, soll er beten. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered. Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. So the secret to deliverance is in prayer. Das heißt, das Geheimnis zur Befreiung ist im Gebet. This is why we are analyzing the prayer that the Lord Jesus taught us. Deswegen analysieren wir das Gebet, das der Herr uns gelehrt hat. And there is so much power in that prayer. Und es ist so viel Macht in diesem Gebet. We've looked at the foundation of that prayer, which is our Father in heaven. Wir haben das Fundament dieses Gebets angeschaut. Es ist Vater im Himmel. It is the foundation of the fact that we have a Father in heaven that we can even pray. Das Fundament des Gebets ist, dass wir einen Vater im Himmel haben. Without that foundation, there is no basis for prayer. Ohne dieses Fundament haben wir, können wir nicht beten. Without that foundation, our prayer becomes like any other religion. Ohne dieses Fundament wird unser Gebet wie das einer jeder anderen Religion. Without that foundation, our prayers are dead. Ohne dieses Fundament ist unser Gebet tot. But with that foundation of our having a Father in heaven, it gives our prayers life. Aber durch dieses Fundament des Gebets hat unser Gebet ein Leben. It makes you realize your position in Christ. Du erkennst deine Position in Christus. It gives you a right standing with God. Du bist rechtschaffen vor Gott. It gives you the boldness and the confidence to confront darkness in prayer. Du hast die Kühnheit, die Finsternis zu konfrontieren. We also looked at the second part of the Lord's Prayer. Wir haben uns auch den zweiten Teil des Gebets angeschaut. Which says, "Hallowed be your name." Geheiligt werde dein Name. We have looked at the awesome power that is in the name of the Lord. Wir haben die Macht angeschaut, die im Namen des Herrn ist. The Bible says that the name of the Lord is a strong tower. Die Bibel sagt, der Name des Herrn ist eine feste Burg. The name of the Lord is a tower of light. Der Name des Herrn ist eine Burg des Lichts. The name of the Lord is a stronghold in the day of trouble. Der Name des Herrn ist eine Festung am Tage der Not. The name of the Lord is a powerful shield that you can run into for protection. Der Name des Herrn ist ein Schutzschild. The Bible says that through the name of the Lord we will push down the enemy. Die Bibel sagt, durch den Namen des Herrn werden wir den Feind niederreißen. The Bible says that the name of Jesus every knee should bow of things in heaven, on earth and underneath the earth. Die Bibel sagt, unter dem Namen Jesu wird sich jedes Knie beugen müssen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. The Bible says there is no other name under heaven given among men by which we can be saved. Es gibt keinen anderen Namen im Himmel, unter dem der Mensch gerettet werdet, außer im Namen Jesu. Our salvation, our healing and our deliverance is in that name. Unsere Erlösung, unsere Heilung und unsere Befreiung ist in dem Namen Jesu. That's why the Bible says, whosoever shall call upon the name of the Lord will be delivered. Deswegen sagt die Bibel, wer den Namen des Herrn anruft, wird befreit werden. This is the secret of the power in heaven. Das ist das Geheimnis der Kraft im Himmel. Because every second in heaven the name of the Lord is being exalted and praised. Denn in jeder Sekunde im Himmel wird der Name des Herrn gepriesen und hoch erhoben. Every second in heaven the name of the Lord is being lifted up. In jeder Sekunde im Himmel wird der Name des Herrn im Himmel erhoben. I've carried out this experiment before. Ich habe dieses Experiment mal gemacht. There was a time in my house I was playing music that exalts the name of the Lord continuously. Ich habe Musik in meinem Haus spielen lassen, die den Namen des Herrn erhoben hat. I was playing the music continuously for days. Und ich habe diese Musik für Tage lang laufen lassen. And after several days the peace of God, the power of God filled the whole atmosphere. Und nach einigen Tagen hat der Friede Gottes das ganze Haus erfüllt. Anywhere you exalt the name of the Lord, there is an open heaven. Wenn ihr den Namen des Herrn erhöht, gibt es einen offenen Himmel. The name of the Lord forms a pillar of light. Der Name des Herrn formt eine Säule des Lichts. The name of the Lord forms a tower of light that connects to heaven.
Der Name des Herrn formt eine Säule des Lichts, die ihn mit dem Himmel verbindet. This is why all the beings in heaven are full of light. Deswegen sind alle Geschöpfe im Himmel voller Licht. At midnight, Paul and Silas, they carried out that experiment. Paulus und Silas haben um Mitternacht dieses Experiment durchgeführt. They began to exalt the name of the Lord at midnight. Sie haben den Namen des Herrn erhoben in der Mitternacht. And such an awesome power was released for their deliverance. Und die Kraft Gottes wurde freigesetzt für ihre Befreiung. The foundations of the prison shook. Die Fundamente des Gefängnisses erschütterten. The prison doors opened. Die Gefängnistore öffneten sich. Their chains were broken. Die Ketten zerbrachen. And they were set completely free. Und sie wurden freigesetzt. There is power in the name of Jesus. Es ist Kraft im Namen Jesu. There is no power in the name of any prophet. Es ist keine Kraft in einem Namen von irgendeinem Propheten. There is no power in the name of any idol. Es ist keine Kraft im Namen eines Götzen. There is no other name under heaven given among men by which you can be saved. Kein anderer Name rettet außer der Name Jesu. Today we go to the third part of that prayer. Heute schauen wir den dritten Teil des Gebets an. And that part is thy kingdom come. Und dieser Teil sagt dein Reich komme. This is another very powerful part of that prayer. Und das ist ein wichtiger Teil dieses Gebets. And that prayer is very relevant to our deliverance. Und dieser Teil des Gebets ist sehr wichtig für unsere Befreiung. Before sin entered into the world, bevor Sünde in der Welt war, the kingdom of man was part of the kingdom of God. War das Menschenreich Teil von Gottes Reich. The kingdom of man and the kingdom of God were one. Das Reich des Menschen und das Reich Gottes waren eins. Adam did not need permission before going to heaven and God did not need permission before coming to the earth. Adam brauchte keine Genehmigung, um in den Himmel zu gehen, und Gott war jederzeit auf der Erde. God walked the earth with man. Gott ist mit dem Menschen auf der Erde gewandelt. But immediately sin entered into the world, there was a separation. Aber dann kam die Sünde in die Welt und es gab eine Trennung. The kingdom of man became opposed to the kingdom of God. Das Reich des Menschen hat sich Gott widersetzt. Evil spirits, fallen angels began to walk with the kingdom of man in opposition to the kingdom of God. Und böse Dämonen und böse gefallene Engel haben sich zusammen mit den Menschen gegen Gott gestellt. The fallen angels began to corrupt the kingdom of man. Und gefallene Engel haben begonnen, die menschliche Rasse zu verunreinigen. Man began to build his own kingdom in opposition to God. Und der Mensch begann, sein eigenes Reich aufzubauen gegen Gott. That's why Nimrod began to build a city and a tower whose top will reach up to heaven. Und Nimrod hat versucht, eine Stadt zu bauen und einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel geht. The physical and spiritual Babylon was born. Und das geistliche und natürliche Babylon wurde geboren. Behind the kingdom of man, unclean spirits are walking behind the scenes. Hinter den Reichen von Menschen sind Reiche der Finsternis. Through the sin of man, a door was opened for evil spirits to come in to walk with man against God. Durch die Sünde des Menschen wurden die Türen geöffnet und böse Geister kamen in die Erde und haben mit den Menschen zusammengearbeitet. But because God loves man so much, he did not give up. Aber weil Gott den Menschen liebt, hat nicht aufgegeben. The Lord hasn't given up on the earth. Der Herr hat noch nicht aufgegeben, diese Erde. His original plan, which is to have his kingdom on earth, is still in place. Sein originaler Plan, sein Reich auf dieser Erde zu haben, ist immer noch intakt. And for this purpose, he humbled himself and became man. Und für diesen Zweck hat sich gedemütigt und wurde Mensch. So that he can destroy evil from the earth and bring down his kingdom. So dass das Böse auf der Erde zerstören kann und das sein Reich bringen kann auf diese Erde. And deliverance has a very special part to play in the establishment of his kingdom. Und Befreiung hat einen sehr wichtigen Teil im Reiche Gottes. Because the kingdom of man that is being built in opposition to God has evil spirits behind it. Denn die Reiche der Menschen haben böse Geister, die im Hintergrund arbeiten. The kingdoms of this world have the prince of darkness behind it. Die Reiche dieser Welt haben den Fürst der Finsternis hinter sich. And for the kingdom of God to come, that evil kingdom must be pulled down. Und damit das Reich Gottes kommen kann, muss dieses finstere Reich niedergerissen werden. No wonder the Lord Jesus made a statement in the book of Matthew chapter 12. In Matthäus Kapitel 12 macht Jesus eine Aussage. The Lord Jesus said, if I by the Spirit of God cast out devils, then the kingdom of God is come unto you. Jesus sagte, wenn ich durch den Heiligen Geist die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes gekommen. Each time a demon is being cast out or a work of darkness is being destroyed, it is not just that transaction that is happening, but a collision between two kingdoms. Jedes Mal, wenn ein Dämon ausgetrieben wird, dann ist ein Stück des Reiches der Finsternis zerstört. Es ist eine Konfrontation der beiden Reiche.
So the aim of unclean spirits and the aim of all these attacks of the enemy is to build a kingdom against God. Das heißt, das Ziel der unreinen Geister und der gefallenen Engel ist es, ein Reich aufzubauen gegen Gott. And the aim of the deliverance ministry is to establish the kingdom of God. Und das Ziel des Befreiungsdienstes ist, das Reich Gottes aufzurichten. Of course, the devil has corrupted a lot of deliverance ministries. Der Teufel hat viele im Befreiungsdienst verdorben. Of course, many deliverance, so-called deliverance ministries are using it to build a kingdom for themselves. Viele sogenannte Befreiungsdienste machen es nur, um sich selbst einen Namen zu machen. Of course, so many so-called deliverance ministers are making a name for themselves and they are deceiving many people. Viele von diesen sogenannten Befreiungsdiensten machen sich selbst einen Namen und sie täuschen die Menschen. I've seen some deliverance ministers selling handkerchiefs to people, saying that that handkerchief will give them deliverance, so they should pay for it. Ich habe von Befreiungsdiensten gehört, die haben Taschentücher verkauft und gesagt, dadurch werden die Menschen befreit werden. I've seen some deliverance ministers selling water at expensive amounts of money, saying that that water will bring them deliverance. Manche haben Wasser teuer verkauft und gesagt, dadurch werden sie befreit werden, die Leute. I've even seen one pastor selling Ribena to his church members at expensive amounts, saying that that Ribena is the blood of Jesus. Einer hat sogar irgendeine Substanz verkauft oder einen Saft verkauft und gesagt, es ist das Blut Jesu. So a lot of people are profiting from the problems of people. Manche Leute, viele Leute machen Geld mit den Problemen anderer Menschen. And as a result, a lot of believers have been put off deliverance ministries. Und deswegen wollen viele Gläubige mit Befreiungsdienst nichts zu tun haben. But the ministry of deliverance is very important for the establishment of the kingdom of God. Aber das Dienst des Befreiungsdienstes ist sehr wichtig für die Errichtung des Reiches Gottes. In Isaiah chapter 61, when it describes the deliverance ministry, in Jesaja 61, wo der Befreiungsdienst beschrieben wird, it also clearly states the purpose for which deliverance is made manifest. Dort steht auch, aus welchem Grund Befreiung manifestiert wird. And that purpose is very clear. It says so that we can be called the trees of righteousness, the planting of the Lord, and that he might be glorified. So damit wir die Bäume der Gerechtigkeit sein können und damit Gott verherrlicht wird. The ministry of deliverance is a lot bigger than what it looks like now. Der Befreiungsdienst ist viel größer, als er jetzt zurzeit aussieht. It's a confrontation between two kingdoms. Es ist eine Konfrontation zwischen zwei Reichen. The kingdom of God is coming back to the earth. Das Reich Gottes kommt zurück auf die Erde. But for that kingdom to come, idols must be thrown down. Aber vorher müssen Götzen niedergerissen werden. Altars of darkness must be pulled down. Die Finsternis muss eingerissen werden. Just like in the days of Elijah, the altars of Baal had to be disgraced first before the fire of God came. So wie in den Tagen Elias, zuerst mussten die Altäre Baals zerstört werden, bevor die Herrlichkeit Gottes fallen konnte. The same thing is going to happen. The kingdoms of men will fall. Die Reiche der Menschheit werden fallen. So that the kingdom of God can be established. Damit das Reich Gottes aufgebaut werden kann. Nebuchadnezzar had a dream. Nebuchadnezzar hatte einen Traum. During the time of Nebuchadnezzar, he was a king over the kingdom of men. Nebuchadnezzar war der König der Könige damals. And in that dream, he saw the kingdoms of this world in form of a huge image. Und er sah die Königreiche der Welt damals in einem großen Bildnis. And in that dream, he saw a stone coming from heaven, and that stone crushed the feet of his image. Und dann sah er einen Stein vom Himmel kommen. Dieser Stein zerbrach die Füße dieses Bildnisses. And that image was destroyed, and that small stone became a huge mountain that filled the whole earth. Und dieses Bildnis wurde zerstört, und dieser Stein wurde ein großer Berg, der die ganze Welt erfüllte. That stone is the kingdom of God that crushed the kingdom of man. Dieser Stein ist das Reich Gottes, das das Reich des Menschen zerstören wird. So each time you pray, Lord, let your kingdom come, you are praying for the destruction of the kingdom of darkness. Jedes Mal, wenn du betest, dein Reich komme, betest du für die Zerstörung des Reiches der Finsternis. So as simple as that prayer is, it is not a simple prayer. Auch wenn dieses Gebet sehr einfach klingt, so einfach ist es nicht. When you are praying, let your kingdom come, you are praying for darkness to be rooted out. Wenn du betest, dein Reich komme, dann betest du dafür, dass die Finsternis ausgerissen wird. You are praying for the idols of men to fall. Dass die Götzen der Menschen niedergerissen werden. You are praying for strongholds of darkness to be pulled down. Für die Finsternis, dass sie eingerissen wird. Today we are going to pray that the kingdom of God be established in our lives. Heute beten wir, dass das Reich Gottes in unserem Leben errichtet wird. And as you do so, the evil structures that have been built by the enemy in your lives will be crumbled. Sodass die bösen Strukturen in deinem Leben eingerissen werden. Rise to your feet now and let us pray.
Lasst uns beten. Our Father in heaven, we bless your name. Vater, wir loben deinen Namen. We lift up your name because there is none like you. Wir erheben deinen Namen, denn es ist keiner wie du. You are a great God and a great King above all other gods. Du bist ein großer Gott und ein König der Könige. Lord, I present your children who are watching this program before you. Ich bringe alle Kinder jetzt vor dich, die dieses Programm anschauen. And Lord, I pray that your kingdom be established in their life. Und dass dein Reich in ihren Leben verwirklicht wird. Let your kingdom come, Lord. Lass dein Reich kommen. Let your people have a divine encounter with you. Lass alle Kinder Gottes jetzt eine wunderbare Erfahrung haben mit dir. Let the structures that have been built by the enemy in our lives be destroyed. Lass alle Strukturen des Feindes in unserem Leben jetzt zerstört werden. Let all our personal kingdoms be converted to become your kingdom. Dass unsere eigenen Reiche deine Reiche werden. And Lord, we ask that you reign as King and as Lord in our life. Und dass du als König in unserem Leben regierst. And that you use us to bring your kingdom to the earth. Und damit du uns benutzt, damit wir dein Reich auf die Erde bringen. I decree that any sickness, any bondage, any affliction. Ich proklamiere, dass jede Krankheit und Gebundenheit. That is standing against the establishment of your kingdom in our lives. Die gegen dein Reich gerichtet ist. Lord Jesus, the stone cut out without hands, we ask that you crush such to pieces. Dass dein Stein, der nicht von Menschenhand geschaffen wurde, dies alles zerstört. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Thank you, Father, for the answer. Danke, Vater, für die Antwort. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Thank the Lord for what he has done in your life today. Dank Gott für das, was er getan hat in eurem Leben. Write to us telling us what experiences you've had. Schreibt uns, was ihr erlebt habt. Until we meet again next week. Bis zum nächsten Mal. God bless you. Gott segne euch.